Ja, ich habe hier ja ein sehr dankbares Thema bekommen heute, nämlich die Frage, wie schließt man die Datenlücke für eine integrierte Videoplanung? Und das Schöne daran ist, dass ich an der Stelle mal nicht über die Probleme von CTV sprechen muss, sondern eigentlich über Lösungen sprechen darf. Und das freut mich sehr, aber ich kann auch vorwegnehmen, die eine Lösung habe ich halt auch nicht parat. Das, glaube ich, hat der Vormittag dann auch schon so ein bisschen mit sich gebracht. Und ich möchte auch noch mal ein bisschen den Titel auseinandernehmen, denn einmal hier die Frage zu stellen, was verstehen wir denn eigentlich unter einer integrierten Videoplanung? Auch da haben wir ja schon heute gehört, es gibt da ganz viel Kauderwelsch und keiner weiß so genau, was eigentlich die Begriffe bedeuten. Und wenn wir dann sagen, integrierte Videoplanung, ich glaube, dann können wir uns immer noch mal die Frage stellen, wer versteht darunter eigentlich was? Was ist denn da integriert und was nicht? Und ich habe hier mal drei Perspektiven mitgebracht. Die eine Perspektive ist im Grunde genommen Kanalgattung. Also wir können ja unterscheiden in Online-Video, Social-Video, Connected-TV, Linear-TV, ATV, vielleicht auch noch Programmatic-TV, wenn man so will. Also wir können sozusagen aus der Kanal- oder Gattungsrichtung einmal da drauf blicken. Wir können uns das Ganze aber auch angucken aus einer Screen-Perspektive. Das heißt, dann würden wir unterscheiden in den Big Screen und in den Multiscreen, also die anderen Devices, auf denen man eben den Content auch sehen kann. Oder wir können auf der Content-Ebene unterscheiden und da mal Vorschläge dafür. Wir können zwischen langformatigen Sachen und kurzformatigen Sachen unterscheiden. Wir können sozusagen zwischen Premium-Content und User-Generated-Content unterscheiden. Und warum ist das wichtig, dass wir solche Unterscheidungen treffen können? Weil wir ganz unterschiedliche Kundenziele haben und diese Perspektive auch durchaus wechseln kann, je nach Kundenziel, das dahinter steht. Also wenn ich vielleicht sage, ich möchte meine Marke aufbauen, ich brauche irgendwie das große Erlebnis auf dem Big Screen, dann möchte ich vielleicht eben Inventare ausschließen können, die eben Multiscreen laufen. Oder vielleicht möchte ich User-Generated Content ausschließen können oder genau gerade dahin. Und deswegen brauchen wir irgendwie diese verschiedenen Zuschnitte an der Stelle. Overall kann man aber eigentlich sagen, alles das, was sozusagen bewegt Bild ist, auf jedem Screen, könnte auch in eine integrierte Videoplanung reinfallen. So, und Integration, sagt ja das Wort eigentlich schon, Integration braucht eben auch eine gemeinsame Basis. So, und das wissen wir jetzt auch, spätestens seit heute Vormittag, die fehlt. So, womit schlagen wir uns da sozusagen rum, wenn wir über diese verschiedenen Kanäle, Gattungen, wie auch immer, sprechen? Wir haben auf der einen Seite panelbasierte Ansätze, wir haben das AGF-Panel, was für das lineare Fernsehen da ist. Wir haben ein GFK-GXL-Panel, wo wir Online-Nutzungsverhalten sehen können. Wir haben aber eben auch dann Gerätedaten wie Ad-Scanner, Samsung Ads oder Samba TV, wo wir sozusagen auch das lineare TV mitmessen können in den entsprechenden Reichweiten, aber eben auf Geräteebene nicht so sehr in den Zielgruppen, aber eben hochgranulare Daten zur Verfügung haben. Wir haben dann, ich habe es mal symbolisiert, Walled Gardens. Und da möchte ich auch gar nicht mehr nur über die großen internationalen Konzerne sprechen, sondern letzten Endes betrachte ich hier auch eine Ad Alliance, eine 7-1 im Grunde genommen auch mittlerweile wie ein Walled Garden an der Stelle. Wir haben unterschiedlichste ID-Lösungen, die irgendwie alle noch nicht so recht skalierbar sind. Und dann haben wir irgendwie auch noch die Cookies, die ja dann auch noch in einem gewissen Maße da sind, aber eben auch nicht auf alles zutreffen, was wir hier in eine integrierte Videoplanung reinpacken wollen würden. Das heißt, wir haben eigentlich für das, was wir hier zusammenwandeln wollen, ganz unterschiedliche Datenquellen, die wir theoretisch zusammenbringen müssten. So, wenn also die gemeinsame Basis fehlt, was bleibt uns dann? Da kann das Motto eigentlich nur das hier sein. Stay humble, hustle hard. Also sich in Genügsamkeit zu üben, in Geduld zu üben an der Stelle und trotzdem eben hart an der Sache zu bleiben und wirklich auch immer wieder die Forderungen hier in den Markt reinzugeben. Was brauchen wir denn, damit wir das Thema tatsächlich gemeinsam gestalten können? Und ja, ich hatte irgendwie gestern auch so ein bisschen die Diskussion darüber und habe so gesagt, ich verstehe es manchmal gar nicht. Wir reden ja alle so sehr über New Work, über agiles Arbeiten. Können wir ja auch alle seit Corona spätestens, aber auf diesem Thema findet es eigentlich nicht statt. Wir diskutieren Lösungen, wir wollen die perfekte Lösung haben, bevor wir überhaupt mal loslaufen. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz, sondern wir müssen mit den kleinen, zarten Pflänzchen starten, die eben auch durchaus da sind. Und da habe ich mal so verschiedene Stoßrichtungen mitgebracht. Ansatz 1, panelbasiertes Planungstool.
heißt bei uns bei der Pilot Double Play, ist schon echt alt, kann man so sagen, ist aber nicht schlimm, weil wir haben es auch immer mal weiterentwickelt zwischendrin. Wir haben App-Inventare mit reingenommen. Wir können sozusagen auch Netflix-Nutzung sehen, die zumindest mal auf dem Desktop stattfindet und so weiter. Wir haben da eine Fusion eben aus dem AGF-Panel und dem GXL-Panel, wo wir sozusagen jedem Nutzer ein TV-Verhalten und ein Digitalnutzungsverhalten dran fusioniert haben und eben auf der Basis dann auch entsprechend planen und analysieren können. Was fehlt uns da? CTV, das fehlt uns definitiv, ist aber auch keine Lösung gerade da, das da rein zu integrieren. Insofern müssen wir uns an der Stelle auch mit dem begnügen, was da ist. Was wir aber immerhin damit machen können, das ist einfach hier so ein sehr plakatives Beispiel, wir können eben quasi Shares ausweisen. Wir können für ein bestimmtes Kundenziel verschiedene Planvarianten uns angucken und können eben sagen, in welchem Share wir sozusagen lineares TV reinpacken würden. Wir können eben digital noch mal ein bisschen weiter unterteilen in die verschiedenen Social-Plattformen beispielsweise und können dazu dann eben Empfehlungen abgeben. Wie das dann in der genauen Detailplanung, Optimierung aussieht, ist dann wieder was anderes. Das hier ist sozusagen die strategische Ebene erstmal oben drüber. Aber trotzdem schon mal hilfreich. Wir können eben darin auch sehen, wie viele Nutzer uns in Netflix und Co. aktuell verschwinden. Stoßrichtung 2. Cross-Device im geschlossenen Universum. So habe ich es mal genannt. Gemeint sind sämtliche Produkte, die gerade entstehen und die ich auch total befürworte und es begrüße, dass wir da eben auch im Kleinen solche Schritte machen, innerhalb der Ad Alliance, innerhalb der 7-1 genauso. Man kann auch eben genau solche Player wie Samsung Ads, muss man ja auch hier reinzählen, wo wir im Grunde genommen zumindest mal innerhalb des eigenen Kosmoses die Möglichkeit haben, TV-Nutzung, TV-Kontakte mit einer dann digitalen Ausspielung zu verknüpfen. Und ebenso auch, wir haben einen Case mit der Ad Alliance gemacht kürzlich, wo wir eben Kontaktklassen boosten konnten, indem wir sozusagen die TV-Kontakte, die nicht ausreichend bedient wurden oder die Personen, die nicht mit ausreichenden TV-Kontakten bedient wurden, so herum dann nochmal mit Digitalkontakten versorgt haben. Und das sind ja schon mal Strategien, wo wir eben in so eine echte Verknüpfung reinkommen. Ansatz 3, ich habe es mal genannt, Reichweitenboosting. Wir hatten es ja gerade letzte Woche, glaube ich, war es, wo man es bei AdScene ja auch lesen konnte. Genau, du grinst. Adform will mit AdScanner gemeinsam TV-Kampagnen digital verlängern. So, wie funktioniert das Ganze? Wir reden dann im Grunde genommen darüber, dass wir über AdScanner eine Reichweitenmessung ja sozusagen tagesaktuell sehen können, damit auch die Entwicklung unserer Kampagne verfolgen können. Und das kann ich natürlich live wieder in andere Systeme reinspielen. Das heißt, es ist wie so ein kleiner Alert, der dann losgeht und sagt, oh, huch, TV-Kampagne unterliefert in der Reichweite, mach die Schranken digital in der DSP bitte auf und liefer Kontakte aus. Ich glaube, auch das ist ein Pflänzchen, was man weiterentwickeln kann und wo man dran arbeiten kann. Was hier zum aktuellen Zeitpunkt zumindest sicherlich noch fehlt, ist sozusagen der tatsächliche Match zwischen den Nutzern. Das heißt, ich kann zwar Reichweite boosten, aber ich weiß eigentlich nicht so genau, welche Reichweite ich da booste. Also habe ich hier eine Bruttoreichweite, die ich sozusagen bis zum Exzess treibe, oder ist es dann doch auch Nettoreichweite, die ich hier tatsächlich generiere? Oder was will ich eigentlich? Kontakte oder Nettoreichweite? Ansatz, falsche Richtung. Den Fehler macht, glaube ich, jeder heute hier. Attributionsmodelle. Wir haben es ja eben auch schon gehört. TV Analytics, mal so als Oberbegriff dafür. Bekannt aus dem Performance-TV-Bereich, auch ganz stark natürlich. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Wir haben es eben gehört, wir können da eben CTV mit reinlinken. Es gibt ja auch Modelle, wo ATV mit reinläuft, wo wir dann im Grunde genommen die Kontakte, die wir in TV, ATV, CTV gemacht haben, einem Traffic-Uplift beispielsweise gegenüberstellen. Das gleiche Modell können wir sozusagen auch wieder in den einzelnen Universen machen. Die Ad Alliance hat das ja auch gerade, weiß ich nicht, ist es
3 Wochen her, Arno, oder sowas vorgestellt, eben auch sozusagen die Seite, die Kundenseite zu verpixeln, so dass wir sozusagen den Traffic auf der Kundenseite zurücktracken können über den Haushaltsgrafen und wissen, derjenige, der jetzt hier auf meine Website kam, der hatte in der Tat vorher auch einen TV-Kontakt, alles im Smart-TV-Universum gedacht, aber immerhin gibt es uns schon mal einen vielleicht präziseren Insight darüber, welche Kunden auf unsere Seite kommen und welche Kontakte sie denn vorher hatten, in welcher Dosis. Und auch da können wir es eben nicht nur zu TV korrelieren, sondern können eben genauso auch die anderen Disziplinen mit reindenken. Ich glaube, man kann das hier auch noch weiter vorantreiben. Wir haben es auch heute Morgen, glaube ich, in irgendeinem Vortrag schon mal kurz gehört, dass so Media Mix Modeling sicherlich auch irgendwie wieder ihren Stellenwert da nochmal finden werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, der uns zumindest im Moment mal hilft, die Brücken zu schlagen bei etwas, wo nichts anderes da ist. So, und die Kassette, was macht die Kassette hier? Ja. Ich mochte Kassetten früher sehr. Ich mag Kassetten auch immer noch sehr. Ich höre sie aber nicht mehr. Ich fand das total toll, dass man irgendwie am Radio saß und dachte, jetzt kommt der Song, jetzt muss ich irgendwie Start drücken, aufnehmen und dann auch ganz schnell wieder Stopp drücken und man sich so sein Mixtape zusammengestellt hat. Und es war dann auch so, wie es war. Man konnte das genauso dann hoch und runter hören. Man hatte keine Shuffle-Taste, man konnte es nicht neu sortieren. Es war eben so, wie es ist. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir uns auch von Planung erwarten. Ja, das ist die herkömmliche Art, wie wir Planung denken. Wir wollen etwas planen können und es dann auch genauso umsetzen können. Und ich glaube, es ist wie mit der Kassette. Wir müssen das ein bisschen loslassen. Ja, wir müssen da weitergehen. Wir müssen Planung vielleicht nochmal neu denken. Und ich glaube auch, dass Planung in Zukunft vielleicht einen kleineren Stellenwert haben wird in unseren Kampagnen. Sondern dass der Fokus eben viel mehr in Richtung Optimierung geht, dass ich eher in Taktiken denke und diese dann sozusagen währenddessen optimiere. Die Produkte, die im Moment ja auch kommen, das sind ja auch Produkte, wo eben sozusagen Budgets, Floating hin und her geschoben werden zwischen ETV, CTV, TV oder Online-Video, wo ich eben sage, ich kaufe dann dort das ein, was mir etwas bringt. Das erfordert natürlich, dass wir es irgendwie auf der Datenseite zusammenbringen können. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, dann geht die Reise dahin und das kann eine sehr erfolgreiche Reise sein. Außerdem auch, weil sie vielleicht viel mehr die Chance hat, das Ganze auch mal auf einer Wirkungsebene zu betrachten und eben nicht nur auf einer Planung von Media-KPIs. Und das ist ja am Ende auch ein ganz großer Punkt, wenn ich irgendwie meinen Sale machen möchte, dann muss ich ja wissen, wie meine Werbung wirkt und nicht nur, wie viel Bruttoreichweite oder Nettoreichweite ich generiert habe. Und wir haben uns dann mal so Gedanken gemacht, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen weiter treiben, das, was schon da ist und was wäre denn ein Case, den wir gerne mal machen würden. Wir haben so als zentrales Problem, dass wir eben im Moment die Überschneidungen zwischen Online-Video, zwischen TV und CTV gar nicht kennen. Und deswegen haben wir uns hier mit den Kollegen von Samba hingesetzt und haben gesagt, hey, ihr habt ja den übergreifenden Cross-Device-Graphen und eigentlich müsstet ihr uns doch helfen können, das mal zu messen auf einer Kampagne. Wir haben gesagt, wir wollen eine übergreifende Überschneidungsanalyse haben. Also wir wollen die Überschneidungen kennen zwischen TV, CTV und Online-Video. Im besten Fall, und das ist ja auch ein Standbein von Samba, wollen wir auch eine inkrementelle Optimierung schon da drin haben. Das heißt, wir wollen währenddessen die Digitalkampagne schon mal inkrementell auf die TV-Kontakte ausgesteuert haben. Zumindest einen Kampagnenbestandteil. Und wir haben auch gesagt, wir wollen Kampagnenmonitoring haben. Also total gerne mal so ein Realtime-Dashboard, wo ich auch alles auf einmal drin sehe und nicht in 8 Systeme reingucken muss, um zu verstehen, irgendwie, wie meine Kampagne gerade läuft. Und wir wollen etwas haben, was vielleicht auch perspektivisch eine Art Optimierungslösung ist. Die Basis ist die Technologie von Samba. Ich mag das gar nicht zu dolle vertiefen an der Stelle, aber im Grunde genommen gibt es eine Automated Content Recognition, das heißt sozusagen, die Bildpixel auf dem Screen werden ausgelesen, so kann eben Content, der auf dem Big Screen läuft, zugeordnet werden, so kann eben auch mein TV-Spot erkannt werden.
im linearen Fernsehen und kann sozusagen ausgelesen zugeordnet werden und entsprechende Reichweiten dahinter analysiert werden. Dann gibt es eben auf der anderen Seite den Identity Graph von Samba, also im Grunde genommen mal platt gesprochen, Haushaltsgraph, wo die verschiedenen, oder Device Graph, wo sozusagen die verschiedenen Geräte miteinander verknüpft sind und wir ebenso auch digital und den TV miteinander verbinden können. Die Kampagne, die wir aufgesetzt haben, und ich sage es gleich vorneweg, ich habe keine Ergebnisse, weil die läuft ganz frisch, läuft sozusagen seit dieser Woche tatsächlich. Wir haben eine lineare TV-Kampagne, die wird eben über die ACR-Technologie gemessen. Wir haben inkrementelles Online-Video da drin, was wir über Samba aussteuern, was eben über diesen Identity Graph ausgesteuert wird. Und wir haben dann aber eben auch noch parallel Online-Video, ich habe das hier mal so getauft, autark, läuft nämlich bei uns über die DSP rüber und wir steuern das aus und wir steuern es sozusagen auch losgelöst aus. Das heißt, wir haben hier kein Match während der Kampagne laufen. War uns ganz wichtig, weil wir einfach mal sehen wollten, wie entwickelt sich denn da eine inkrementelle Reichweite, wenn ich sozusagen per Zufall unterwegs bin. Und das ist ja auch wiederum vielleicht eine ganz spannende Erkenntnis für das, was ich vorneweg gezeigt hatte, Ad-Scanner und Ad-Form. Wenn ich so ein stumpfes Reichweiten-Boosting mache, dann kann ich hieraus vielleicht nochmal Erkenntnisse ziehen, mit welchen Inkrementalitäten kann ich denn da vielleicht rechnen. Und wir haben eben Connected TV, das auch autark bei uns läuft und auch über eine Pixel-Integration entsprechend eben mitgemessen wird, sodass wir das alles über den Identity Graph dann am Ende zurückmatchen können. Wir sehen das Ganze in einem Live-Dashboard. Das ist hier ein Dummy-Dashboard. Aber wir sehen sozusagen die Kampagne im Live-Dashboard. Das heißt, wir können eben sehen, was wurde von der Kampagne schon ausgeliefert, wie sozusagen der Kampagnenstatus, über welche Reichweiten, Kontaktfrequenzen und so weiter sprechen wir da aktuell. Und wir können dann eben auch sehen, was sozusagen, wie viele Anteile nur digital erreicht wurden, wie viele Anteile nur TV oder nur CTV erreicht wurden und können dann eben daraus das Kampagnen-Setup ein bisschen nachverfolgen und wir können dann eben auch sehen im Detail, wie sozusagen die Überlappungen und Überschneidungen zwischen den einzelnen Kanälen und Inventaren sozusagen sind. Die Kampagne läuft aktuell. Wir hätten hier total gerne Ergebnisse mitgebracht, aber es ist eben nicht immer so einfach, auch tatsächlich Kunden für solche Ansätze zu gewinnen. Da hat man manchmal ein bisschen was zu tun. Und wir sind da ganz froh, dass wir bei der Pilot immer mal wieder Kunden finden, die auch Lust haben auf solche Ansätze, die eben auch den Mut haben, wir haben es ja heute Morgen gehört, Mut und Zinsen, die den Mut haben, in sowas mal mit reinzugehen, ohne vielleicht genau zu wissen, was dabei rauskommt. Und von daher heißt es jetzt Daumen drücken und in der Hoffnung, dass wir dann hier was Cooles zu einem anderen Zeitpunkt präsentieren können. Vielen Dank, Clara.